gegrüßt, meine liebe Seelenfamilie. Und ich kann es mehr denn je empfinden, dass wir wahrlich Seelenfamilie sind. Ich bin gestern Morgen aufgewacht, habe mein Handy eingeschaltet und erstmal meine Sprachnachrichten angehorcht und da haben mir zwei wunderbare Seelen ein Lied gesungen. Was möchte man mehr? Ich war sehr beflügelt, beglückt, beseelt davon und weiß noch mal mehr zu schätzen, was mir gerade widerfährt und mir geschenkt wird. An dieser Stelle lieben Dank an Beatrice und Anja. Es hat sich so viel getan in den letzten Wochen, seit meinen letzten beiden Videos über unsere energetische Wirbelsäulenaufrichtung und auch den Heli, dass ich das erst noch ein wenig klar bekommen muss. In meinem Kopf, mit dem Herzen habe ich es schon klar, das ist voller Dankbarkeit. Und ich habe dadurch einiges verstanden, was die momentane Zeitqualität betrifft, meine Arbeit und das Kollektiv. Es war ein Leben lang so, seit meiner Kindheit, dass man Freunde hatte. Und das war einfach fest. Und jeder durfte seine Meinung haben. Und da kam nichts dazwischen. Und das ist jetzt nicht mehr existent, diese Energie, dass wir das können oder sollen. Wir müssen uns auch nicht dazu zwingen. Früher hatte jeder seine Meinung. Das wurde abgetrennt von der Freundschaft und dann war alles gut. So habe ich das auch bei meinen Eltern erlebt. Dann gab es eine Zeit der Gleichdenkenden. Da gab es dann schon mal Konflikte und dann wurde das immer heftiger, dass man Gleichgesinnte war. Und die Meinung Freundschaften bis hin zur Familie gespalten hat. Und jetzt geht das nochmal in eine andere, ganz weiche Form der Freundschaft oder der Verbindung. Jetzt reicht es nicht mehr, dass wir gleich denken, gleiche Meinungen haben, gleichgesinnt sind. Jetzt geht es nur noch um gleich schwingend, gleich fühlend. Und wenn das nicht gegeben ist, ja, zwischen Menschen, Seelen, dann können wir nicht zusammen in die Zukunft gehen. Auch wenn wir das vom Verstand her unbedingt möchten oder meinen, besonders wenn es die Familie betrifft, dass es ja so sein muss, dass wir bis ans Lebensende zusammenhalten und füreinander da sind. Ich spüre deutlich und habe die Erfahrung gemacht, dass wir das alle nicht leisten können und auch nicht müssen, weil wir nur leiden und weil wir gegen etwas ankämpfen. Und weil es letztendlich nicht funktionieren kann. Und jetzt habe ich in so kurzer Zeit so viel Seelenfamilie gefunden, so viele Menschen, die dazugehören. Und ich kenne diese Menschen ganz frisch, ja, durch jetzt die Behandlungen, durch Gespräche, durch Begegnungen. Und wir fangen auf einer ganz anderen Ebene an. Wir vertrauen uns sofort.
Wir fühlen uns, wir sprechen über ganz andere Dinge. Und wir müssen keine Angst haben, dass man uns nicht versteht und dass man uns belächelt oder Aluhut nennt oder was auch immer. Es ist sofort Verständnis und Seelenliebe pur. Es ist ein Geschenk, dass wir uns jetzt gerade alle finden, wie durch Zauberhand geführt. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Und diese Behandlungen, die wir machen, besonders die Aufrichtung der Wirbelsäule, bringt mir so viele Wunder und beschert auch den Menschen, die aufgerichtet wurden, so viel Heilung, dass ich selber über mich herauswachse und nur noch staunen kann. Ich denke, ihr merkt das gerade. Ich finde sehr schlecht Worte für etwas, was so voller Gefühl in mein Leben kommt. Es macht mich jeden Tag aufs Neue sprachlos. Und ich möchte dieses Video gar nicht so lange halten. Ich möchte, oder mir liegt es am Herzen, allen, denen ich begegnen durfte, die letzten Wochen und Monate, Danke zu sagen, dass ihr in mein Leben gekommen seid und dass ich euch beschenken darf und dass so viel zurückkommt. Ich habe mir gar nicht viel Gedanken darüber gemacht, was ich hier sage. Ich setze mich immer hier einfach hin, habe mir hier ein paar Stichworte gemacht, die ich nie einhalte. Ja, ich lasse das jetzt auch alles weg. Bevor ich aber das Video begonnen habe, habe ich noch eine schöne Meldung erhalten, wo nochmal bestärkt wurde, dass unsere Zweckbeziehungen, unsere Pflichtfreundschaften, ja, ich denke, das sind Freundschaften, die sind einfach lange gewachsen. Wir haben sie vielleicht seit der Kindheit und denken, das muss jetzt mit Gewalt halten. Oder eben unsere Familie, Geschwister. Nein, es geht nicht mehr. Wir leben in einer Zeit, in der wir das loslassen dürfen und ein Stück weit müssen, um selber frei zu sein, ja, für Neues. In dem Moment, wo wir losgelassen haben, sind wir offen für das Neue. Und dann entwickelt sich wie ein Herzmagnet. Und dieses Magnet zieht eure Seelenfamilie an, eure Seelenschwestern und Brüder und Menschen, mit denen ihr euch wohlfühlen könnt. Und es heißt in diesem Schreiben, dass sie ausgedient haben. Nicht die Menschen, sondern die Beziehungen. Ja? Wir haben ausgeliebt. Und es ist doch auch gut so. Es gibt ja kein Gesetz, was heißt, ihr seid befreundet gewesen und es muss bis am Ende eurer Tage bestehen. Diese Pflichtfreundschaften oder Beziehungen, die funktionieren nicht mehr, weil sie nur bei uns, ich sag jetzt mal uns sensiblen Menschen, uns Hochsensiblen, die man auch aufgrund dessen öfter in der Vergangenheit beschimpft hat, so sei doch nicht so empfindlich, sei nicht so emotional, diese Beziehungen kratzen nur an der Oberfläche bei uns und wir können damit nichts mehr anfangen. Wir wachsen damit nicht und das ist aber ein Ruf des Lebens, dass wir wachsen, dass wir uns immer mehr spüren, dass wir unseren Ruf hören des Lebens, unsere Berufung finden und der folgen können.
Und das können wir mit diesen Freunden nicht finden. Sie kratzen an der Oberflächlichkeit und sie geben uns nichts mehr. Und wir geben ihnen ja auch nichts. Sie halten uns ja den ein oder anderen Moment als verrückt, bis hin zu in irgendeiner Weise krank oder behandlungsbedürftig. Aber jetzt haben wir die Zeit, in der die Seele beginnt, sich ihre Freunde zu suchen. Und die Seele sucht. Wir nicht als Körper, Geist und Seele, als Verstand, sondern die Seele sucht. Und deswegen fliegen uns gerade die Seelen und die Herzen zu, die zu uns gehören. Und das sind Menschen, die uns einfach nur gut tun und die uns in unserer Tiefe berühren, die uns in unserer Sensibilität erreichen und ohne Worte verstehen. Und es ist ganz egal, wer das ist und wie alt der ist und wo der lebt und was der erfahren hat. Es geht hier nicht um Äußerlichkeiten, um irgendwas, was uns vielleicht von Bedeutung war, die letzten Jahre und Jahrzehnte, was wir noch durch die Erziehung mitbekommen haben, auf was wir zu achten haben, wenn wir Freunde finden. Das ist jetzt alles egal. Es zählt jetzt nur noch unsere Schwingung, die Gleichschwingung. Und das ist jetzt das, was uns widerfährt, dass wir uns finden. Und vielleicht ist es auch ganz, ganz wichtig und nötig für die nächste Zeit, die sicherlich hart wird für uns alle, egal auf welcher Ebene wir uns bewegen. Ich gehe davon aus und ich fühle das, dass vielleicht die Corona-Geschichte in 2-3 Monaten aufgeklärt wird. Ja, wie auch immer, das lasse ich offen. Aber danach ist nicht alles gut oder, also gut in Anführungsstrichen, es ist alles gut, schon nur allein, weil es ist, hat es Sinn. Es ist dann einfach eine gewisse Erklärung da. Aber danach muss ich alles neu ordnen oder erst nochmal wilder werden. Wir liegen ja jetzt in einer Art chaotischem Trümmerhaufen, aus dem wir dann was Neues erbauen. Danach sind wir gefragt und da brauchen wir uns, wir Gleichschwingende. Und stützen uns gegenseitig, helfen uns und sind füreinander da, um wiederum den anderen zu helfen und sie stärken zu können. Dafür brauchen wir die gesamte Kraft, die wir alleine als Individuum nicht aufbringen können, weil wir viel zu viel auch noch zusätzlich vom Kollektiv aufnehmen. Das ist der Grund, dass wir uns jetzt finden, in einer Art Stamm, Seelenstamm, der füreinander da ist und miteinander helfen kann, eine neue Welt mitzukreieren und mit aufzubauen. Wir sind vielleicht nicht viele, aber auch das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir die Richtigen sind. Richtig im Sinne von, wir sind Herzensmenschen, wir sind Seelenmenschen, die sich gerade finden und
Licht ins Dunkle gebracht haben und jetzt unseren Weg gehen. Ich danke euch für euer Ohr, für euer offenes Herz. Ich danke euch, dass ihr zu uns kommt, um euch auf jeder Ebene aufrichten zu lassen. Ich danke euch für eure Spenden dafür. Ihr wisst, dass wir nach der Dankesökonomie arbeiten und dass jeder zu uns kommen kann und eben das gibt, was er kann und was es ihm wert ist. Denn es geht uns nur darum, zu helfen. Und das funktioniert wunderbar. Und ich gebe ein Dankeschön nach oben und in alle Richtungen und zu euch vor allen Dingen. Aus meinem Herzen für euch. Bis ganz bald.